Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Gartic-Phone-Video. Heute mit Lena, Tom und Kahn. Ich habe euch ewig nicht gesehen. Hallöchen. Ja, du siehst uns immer noch nicht. Okay, Kahn, du hast den Modus, glaube ich, noch nicht gespielt. Ja, ne? Warum steht hier, überschreiten Sie diese Linie? Muss ich jetzt da drüber malen? Genau, du musst da drüber malen. Im Prinzip malst du gerade den Kopf von einer Figur. Wir malen hier eine Figur zusammen und dann muss... Also du siehst nicht, was die davor gemalt haben sozusagen. Du kriegst dann gleich die Figur weitergegeben. Mhm. Und dann malst du quasi einen Mittelteil und weißt aber halt nicht, was oben gemalt wurde. Okay. Du musst dich halt so ein bisschen daran halten, dass du auch wirklich, wenn du den Kopf malst, nur einen Kopf malst. Wenn du Mittelteil malst, nur ein Mittelteil und halt keine Beine dran, damit das dann halt passt. Und du musst diese Linie übermalen, weil das, was über der Linie ist, sieht dann der da drunter sozusagen und kann dann daran anknüpfen. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, interessant. So. Wie geht's euch? Ich habe euch lange nicht gehört. Na gut geht es uns. Wie geht es dir? Alles gut. Wie geht's dir? Ja, mir geht's auch ganz gut. Ja, schön. Gut. Alles klar. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich höre dir gerne zu. Ja, ich war viel unterwegs. Ich bin auch jetzt noch relativ viel unterwegs. Ja. Also die Leute denken jetzt, boah, Danja ist voll beschäftigt oder so. Leute, nein, es ist pure Freizeit und Spaß. Also nur mal so. Also Danja ist nur unterwegs, um Spaß zu haben, was sehr gut ist, was ich sehr gut finde. Aber denk jetzt nicht... Nee, das klang jetzt überhaupt nicht so, als würdest du das gut finden. Nein, denk jetzt bitte nicht, Danja ist extrem beschäftigt oder sie hat voll viel zu tun. Nein, sie hat halt voll viel zu tun, weil sie beschäftigt ist, Spaß zu haben. Also ja, aber ich habe auch viel zu tun. Aber ich bin nicht voll dafür nicht. Unterwegs, nein, um nein, das zu tun. Nein, das nehme ich so jetzt nicht an. Das nehme ich so jetzt nicht an. Laberababa. Das nehme ich überhaupt nicht an. Und ich habe mit Tom und Lena hier auch Zeugen, okay? Ja? Du hast momentan nicht so viel zu tun, Danja. Ja, hätte ich schon, aber ja, machst du aber nicht. Ja, ich mache halt gerade was anderes. Ja. Aber ich finde es gut. Ich finde es gut, aber... Ja, das habe ich gehört, wie gut du das findest. Das habe ich gehört, wie gut du das findest. Ich bin doch selber ab Donnerstag unterwegs. Also, was willst du von mir? Ja, was willst du von mir? Ja, du, weil du wieder so voll ein auf Geschäftsfrau tust und so. Ja, ich habe voll viel zu tun und ich bin voll beschäftigt. Mann, du gehst auf ein Taylor Swift-Konzert, Mann. Zum zweiten Mal. Ja, und? Ja. Deshalb bin ich ja aber trotzdem unterwegs. Hä? Aber nicht beschäftigt. Na ja, doch, mit Taylor Swift. Das hier kann man machen. So, ich bin auch schon fertig. Oh mein Gott, ich lerne gerade das Spiel wieder so ein bisschen mehr kennen. Interessant. Sieht übel dumm aus. Ach Tom, du bist auch da. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Ich finde es auch schön, hier zu sein. Ja. Also Tom ist auch diese Person, die im Gruppenchat immer heimlich alles mitliest, aber nie was schreibt. Hast du dir heute irgendwie zum Ziel genommen, was? Hier wieder jeden von uns irgendein blödes Kommentar zu geben, oder? Erstmal blöden Kommentar, ne? Das wollte ich nur mal kurz klarstellen. Hm. So, es ist der Kommentar, nicht das Kommentar. Machen viele falsch, glaube ich. Und zweitens, ich mache das jeden Tag. Warum heute? Ah, gefällt mir gerade nicht. Warum heute kommen? Mit dir rede ich nicht mehr. Ja, komm. Also, ganz ehrlich, gestern hatten wir so einen schönen Tag. Wir haben zusammen ein Spiel gespielt, wo wir zusammenarbeiten mussten. Und wir haben uns echt gut verstanden. Und heute machst du wieder alles kaputt. Nur weil Danja beschäftigt ist. Es hat alles damit angefangen, dass Danja so tut, als wäre sie voll die beschäftigte Frau. Ja. Oh. Aber ich mache alles kaputt. Meine Person hat keinen Hals. Könnt ihr jetzt mal fertig werden, Mann? Ich doch mal. Meine Person hat keinen Hals. Jetzt hat sie einen Hals. Ich sehe nichts. Sie hat einen Hals. Ich freue mich. Du malst doch selber. Ja, aber ich hab's vergessen. Ja, dann mach es doch. Hab ich doch jetzt. Ehrlich, Alter. Oh, sieht gruselig aus. Hilfe, ich glaube, ich hab... Oh je, oh je. Meinst du, sieht ultra lustig aus? Ich glaube nicht, Tom, ich glaube nicht. Soll ich dir noch... Also, wenn du sagst, dein sieht ultra lustig aus, dann ist es wahrscheinlich so richtig langweilig. Kahn ist heute Morgen aufgewacht und hat sich gedacht, I choose violence. Ja, aber ich habe voll gute Laune heute. Das fängt aber damit an. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Du gibst mir direkt so schlechte Laune dann, ja, weil du in dieses Video kommst und sagst so, und so ein auf voll so. Weißt du, anstatt, warum? Ich war viel unterwegs, habe ich gesagt. Das stimmt doch auch. So, okay, was ist das jetzt hier? Ja, toll. Ich weiß zwar nicht, wer das hier gemalt hat, aber der hat definitiv nicht die Linie übermalen. Was für ein Horst. Was für ein Horst, ehrlich. Oh, was für ein Horst? Was hat das? Boah, ich weiß es ehrlich nicht, ob ich das war. Ja. Ich weiß es nicht. Passt auch zu dir. So Horstname, das passt auch zu dir. Also ich bin mir fast schon sicher, dass ich hier von Kahn ein Bild habe, weil das sieht so... Also das, was ich hier habe... Was? Sieht so
ungewollt aus irgendwie. Oh, ich bin so beschäftigt. Ich muss noch voll viel arbeiten und ich habe voll viel Geschäftliches zu tun. Guck ich mal, bin voll busy und guck ich mal, bin voll Kat. Unterwegs und guck ich habe voll viel zu tun und ich schaffe das alles gar nicht. Ich kann mit euch gar nicht reden. Ja, wie geht's euch? Oh, ich habe voll viel zu tun. Oh, wie geht's euch? Das sagen so Leute, die so, weißt du, oh, wie geht's euch? Ich habe voll lange nicht mehr mit euch gesprochen, weil ich habe voll viel zu tun in letzter Zeit. Ja. Und? Haben wir nicht viel zu tun, oder was? Das sage ich ja nicht. Ja, aber doch, das implizierst du dadurch so ein bisschen. So, oh ja, ihr habt ja Zeit, ich habe keine Zeit. Versteht ihr, was er redet? Ich höre ihm gar nicht mehr zu. Ich höre ihm nicht zu. Ach so, ja. Das ist mir mittlerweile, das geht bei mir rein und raus. Das ist nicht mehr, nee. Ich glaube, irgendwie funktioniert das hier gerade nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Doch, könnte irgendwie doch klappen. Oh, das rede ich hässlich. Nein, Tom. Doch. Mach ein Kunstwerk draus. Alles ist ein Kunstwerk. Nee, das hier ist einfach nur hässlich. Du, mein Professor, konnte sogar aus einem Punkt ein ganzes Bild erzählen. Eine ganze Geschichte erzählen. Oh, mein Professor. Ich hatte voll den coolen Professor. Der konnte aus einem Punkt ein Kunstwerk machen. Ey, der war richtig gut. Wisst ihr, er war mein Held. Ich habe voll viel von ihm gelernt. Eine Person, die ihr nicht kennengelernt habt. Nein, der war richtig gut. Den finde ich auch ein bisschen, weißt du? Mein Professor. Ja. Mein Professor! Grüße gehen raus an mein Althaus. Sagen. Mein Professor! Es ist nicht dein Professor erstmal, es ist ein Professor, okay? Mein Professor! Der kennt deinen Namen noch nicht mal! Ja, der kannte der wusste noch nicht mal, wer du bist! Kahn, ich verstehe, dass du auch unbedingt mit zu Taylor Swift möchtest. Würde ich auch echt richtig gerne wollen. Aber das heißt ja nicht, dass du uns hier alle fertig machen musst. Ich verstehe ja, dass du neidisch bist, dass ich jetzt schon wieder zu Taylor Swift fahre. Du kannst es ruhig zugeben, dass du mitkommen möchtest. Aber ich habe leider kein Ticket mehr für dich übrig. Also es gibt vieles, es gibt definitiv vieles, auf was ich momentan Lust hätte. Also sehr, sehr vieles. Eine Sache ist definitiv nicht dabei. Ich dachte, darf ich auch ehrlich zu dir sein? Ich dachte, diese Nein, Taylor darfst Swift, du bitte auf gar die, keinen diese Fall. Diese Taylor Swift-Konzerte. Alles, was du jetzt sagen wirst, wird total dumm sein. Nein, wirklich nicht. Ich weiß ich es schwöre, einfach. Das ist was ganz, ganz, also... Dummes. Nein, ich schwöre. Guck mal, ich dachte wirklich, diese Taylor Swift-Konzerte in Europa wären schon vorbei. Mhm, weil du ja auch überhaupt nicht wusstest, dass ich auf mehrere gehe, hä? I like that. Sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr nice aus. Ja, ich weiß nicht so richtig, wo ich jetzt gerade hier mit hin wollte, muss ich sagen. Ich habe letztes Mal echt einen coolen Hai da gemacht, aber... Was? Ein Hai. Oh, aber ich glaube, ich werde nicht fertig. Was ich gemacht habe, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Hast du diesmal an die Arme gedacht, Tom? Ja. Oh, ich habe die Linie gar nicht übermalt, sehe ich gerade. Oh, nee. Ja, das ist... Aber ich bin echt gespannt, was das für ein Kunstwerk dann wird am Ende. Ich glaube, das könnte ganz cool werden. So. Oh, ich habe Stress. Hab keinen Stress. Oh ja, Tom, wir haben es verstanden. Du hast Stress, wir haben keinen Stress. Das ist wieder so typisch. So ich hasse so Leute, die sagen, ja... Boah, du regst mich so auf gerade. Nur ich habe Stress. Ja, das sieht jetzt nicht so doll aus. Ihr kennt gar nicht, so. Ihr wisst gar nicht, was Stress ist. Oh Mann, ey. Kahn, bitte. Stell dich einfach auf stumm oder so. Könnt ihr doch. Ihr könnt mich auf stumm stellen. Mein Professor. Der guckt sich bestimmt auch noch deine Videos an und sagt so, boah, ich wusste aus dir wird was. Boah, ich wusste das. Boah, bitte nicht, dann würde er dich ja kennen, ey. Ich erzähle immer überall in der Vorlesung, dass diese Person was ist das? Meine Schülerin war, meine Studentin. Muss ich gerade echt mal überlegen, was könnte denn das jetzt sein? Das ist irgendwie sehr komisch. Ich weiß nicht, was ich daraus machen soll. Ich bin auch gerade nicht ganz sicher. Ja gut, dann mache ich hier Folgendes dran. Ich habe ja hier die Beine jetzt. Ich mache es einfach. Warte! Nicht so schnell! Hallo! Achso, sorry, ich zock noch Fortnite. Ja, mach mal. Ich bin gerade, es ist total wichtig, dass ich jetzt hier nebenbei noch Fortnite zocke, damit ich allen zeige, wie sehr mich das alles gar nicht interessiert. Ich habe so einen Stress. Das ist gerade voll stressig. So, ich bin fertig. Ich glaube, das könnte was ziemlich Gutes werden. Ja, ich bin hier noch nicht ganz durch. Oh ja, wir haben es verstanden, weil du so beschäftigt bist dann, ja. Ja, ich bin gerade sehr beschäftigt, damit hier ordentliche Beine zu zeichnen. Ich bin Danja und ich muss zu Taylor Swift. Das beschäftigt heute. Mich gerade sehr. Aus dem Grund frage ich euch, wie es euch so geht, weil ich habe euch vor lange nicht mehr gesehen und gehört, weil ich bin so beschäftigt. Weißt du, je öfter du das ansprichst, umso unglaubwürdiger wird's und du... Das... Nee, komm.
Hat dir das dein Professor gesagt? Bist du gerade in einem Call mit deinem Professor? Kahn. Mit deinem Professor? Nicht. Jetzt übertreib mal bitte nicht hier, okay? Ja. Komm mal wieder auf den Boden der Tat. Wollte er den Lehrplan mit dir zusammen sozusagen, dass du ihn absegnest? Dann ja, dein können Professor? Wir den irgendwie hier rauskicken? Ich will den einfach stumm schalten irgendwann. Ja, es ist so stressig. Ich hab voll den Stress. Mein Name ist Tom. Ich hab voll viel Stress. Ich muss den ganzen, auch noch auf Tom. Ey. Ich muss den ganzen Tag Europameisterschaft schauen. Das ist voll stressig. Du Kahn, du sollst doch einfach nur ein Bild zeichnen. Das ist schon zu viel. Du sollst doch einfach nur ein Bild malen. Oh, mal doch nur ein Bild, weil ich bin gerade zu beschäftigt, um ein Bild zu malen, weil ich bin unterwegs. So hörst du dich an. So hörst du dich an, Danja. Guck mal, Kahn, ich weiß, dass sich das total mitnimmt. Was? Dass du nicht zum Taylor Swift-Konzert gehst. Aber du machst doch auch was Schönes, du bist auch total beschäftigt. Was denn? Ja, du bist doch auch unterwegs die nächsten Tage. Ja, aber ich kommuniziere das nicht so wie du. Ich rede am besten mit dir einfach überhaupt nicht mehr. Aber ich werde trotzdem ein schönes Bild hier hinzimmern. Wie sieht's bei euch aus, Tom und Lena? Sieht furchtbar aus. Ja, toll, dass ich in diesem Video voll außen vor bin die ganze Zeit. Ja, du hast bestimmt überhaupt gar keine Redezeit bekommen. Es geht nicht um die Redezeit, es geht um die Redezeit mit euch. Ich mache das vielleicht nur, um eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ihr macht direkt so, du bist voll fies. Ich mache das doch nur extra, damit ihr mit mir sprechen tut. Ja, Also du bist der Meinung, bei dir ist furchtbar, Tom. Ist richtig schlimm. Oh, ist richtig schlimm. Ich bin Tom, ich habe voll viel Stress, ist voll schlimm. Ah, ich irgendwie so noch. Kann ich das denn? Ja, das warum steht dann ja, warum steht bei dir eigentlich bei Discord die ganze Zeit am Chillen? Ich habe gerade nicht gehört, was du gesagt hast. Oh Gott, der sieht jetzt ein bisschen schrecklicher. Also, meine, ich habe die Beine von Danja gemalt, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, ich glaube, ich habe die Beine von dir gemalt. Oh Gott, das sieht schrecklich aus. Ich habe mir aber Mühe gegeben. Ja, ich auch. Nee, das sieht hier. Oh, gib mal rückgängig. Ja. Okay, keine Ahnung, das wird ein bisschen komisch aussehen, aber... Ja, ich habe mir mal ein paar Freiheiten hier genommen, ne? Los jetzt! Wer macht denn da noch? Okay, auf geht's. Schauen wir mal, was wird. So, das war mein erstes Bild. Ich habe ein Herzkopf gemalt. Ja, ich habe Thanos gemalt. Oh mein Gott. Jeden Fall. Oh, okay. Jetzt passt auf. Ja, doch! Ich finde, es sieht voll gut aus! Was wollt ihr? Thanos! Chicken Thanos! Chicken Thanos am Valentinstag. Jo! Ja. Ja, passt. Ich finde, es sieht sehr, sehr gut aus. Ich find's gut. Ich find's aber warum ist der eine Oberarm so dünn geworden, Tom? Ja, ich kann halt nicht zeichnen. Hat er nicht gleich viel trainiert? Dran, damit schnippst der ja nur noch. Oh, Pikachu. Ah, okay, Pikachu. Okay. Ich glaube, ich weiß nicht, was ist denn hier? Okay, das ist nicht bei mir angekommen. Okay. Das ist jetzt Winnie Pooh. Ja, aber Miss Strong sieht Winnie Pooh aus. Das sieht richtig stark aus. Okay, ja. Okay. Nice. Oh mein Gott, Kahn. Hey, das ist so ein Kunstwerk, die ersten beiden. Lena, warum übertreibst du immer so? Warum übertreibst du immer so? Ja, hat mir mein Professor gesagt, ich soll alles rauslassen. Es macht dich einfach extrem unsympathisch, finde ich. Die ersten beiden waren so richtig gut und dann... Da wurde die Linie nicht übermalt. Ja, wurde die Linie nicht übermalt. Ey, künstlerische Freiheit jetzt. Ja, da wollte ich eigentlich, da wollte ich Shrek malen, aber es hat nicht geklappt. Was? Warte mal, aber ey, guck mal, das passt doch. Es passt doch. Ja, das geht Ende zusammen. Ist wieder gut geworden. Es passt irgendwie dann doch alles zusammen. Also es ist Fiona. Ja, also ich finde, Fiona geworden. Macht nur Spaß, wenn man sich nicht so viel Mühe gibt. Wer ist Fiona? Na, die Frau von Shrek? Ach so, ja. Ich hätte sie nur vergessen, dass sie Fiona heißt. Hä? Ich hab Shrek die Prinzessin, ewig nicht mehr gesehen. Die ist halt einfach... Geht! Okay, ja, ich jetzt... Shrek das sollte gern. SpongeBob sein. Ah. Ja. Ja, das habe ich und jetzt dann kriegt er die Beine von Yellow. Ja, gut. Aber hey, vom Farbschema finde ich, ist das alles noch gut. Absolut. Das ist SpongeBob in der Party Edition. Das ist SpongeBob Duck. Ohne Arme. Nein, doch, er hat ja Arme. Ja. Die sind halt nur sehr knubbelig.
Ich habe da so an Wally gedacht. Hat er nicht auch so? Ja, stimmt. Sieht das dann nicht auch so aus? Ja gut, also ich sag's mal so, Künstler, nice. Also Künstler können wir auf jeden Fall werden, wenn wir das so weitermachen. Ich weiß nicht, mein Favorite-Bild heute war, glaube ich, das erste. Das war Chicken Thanos. Ja, war schon sehr strong. Ja, es war das schon sehr war stark. Mein Favorite. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euer Favorite war. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als ciao, Kakao.